Herzlich willkommen zu Graceless Nights, der Podcast mit Monja und Alina. Hallo, das hier ist die dritte Folge unseres Podcasts Graceless Nights. Ich bin Alina. Und ich bin Monja. Und heute wird eine ganz entspannte Folge. Ich bin tatsächlich schon bei Kaffee Nummer 4 oder 5. Ich will 4 sagen, aber ich glaube, das wäre gelogen. Und willst du was Cooles hören? Kannst du glauben, das ist Wie viel Nummer ist bei dir? Das ist tatsächlich mein erster Kaffee des Tages. Um 14.33 Uhr? Ja, das ist ganz schön spät. What happened? Ja, ich weiß auch nicht. Bist du gerade aufgestanden? Ich bin schon sehr früh wach. Meine Möwen waren wieder da. Ja, nett. Willst du was Nettes zu meinem Kaffee hören? Ja, bitte. Es ist ja gerade, wenn wir aus dem Fenster gucken, relativ kalt, ne? Mhm. Und regnerisch. Und wonach schreit das? Pumpkin Spice Latte. Ist ja schon gestern, Juli. Kann man ja schon Juli. Mal machen. Ja. Gestern saß ich am offenen Fenster und es war so kalt, aber ich habe es so da genossen. Meine Füße waren einfach Klumpen. Und es war so kalt, aber ich habe es so da genossen, nicht zu schwitzen. Und dann dachte ich mir, boah, wie schreibt man jetzt am besten sein Essay? Um 23 Uhr mit Kaffee. Und nicht nur Kaffee, sondern Pumpkin Spice Latte Sirup zu. Oh Gott, das fühle ich wirklich gar nicht. Aber good for you. So viel zu unseren Unterschieden. Ja. Thank you. Heute ganz entspannt. Wir werden erstmal einen Augenblick unseren allgemeinen Buchpart machen, ein bisschen darüber reden, was wir gerade lesen, was uns so beschäftigt, was wir gesehen haben, was neu eingezogen ist. Und dann machen wir ein paar specific book recommendations, right? Yes. Okay. Monja, was hast denn du gelesen in der letzten Woche? Ich habe ein Buch gelesen, was ich euch gerade nicht zeigen kann, für die, die zuschauen. Und zwar hatte ich das ja angefangen, Cold Case Academy von Jennifer Lynn Barnes. Das habe ich nicht mehr da, weil ich das einer Kollegin ausgeliehen habe. Und ja, das war sehr schnell zu lesen, was zum einen daran lag, dass es ein sehr kurzes Buch war. Ich glaube, das hat noch nicht mal 300 Seiten. Und ich war sehr gut unterhalten. Also es geht ja um Cassie und Cassie wird im Prinzip für eine Schule, eine Organisation vom FBI rekrutiert, wo sie Jugendliche mit besonderen Fähigkeiten, aber im nicht fantastischen Sinne fördern wollen, um eben später beim FBI auch zu arbeiten, aber jetzt auch schon so als Jugendliche im Bereich Cold Case, also Fälle, die halt schon eigentlich nicht abgeschlossen, sondern die in der Vergangenheit liegen und nicht klargelegt werden. Ja, genau. Und Cassie hat eben eine besondere Begabung im Sinne davon, dass sie eben Personen beobachtet, die Situation so liest und je nachdem, wie die Person sich so verhält, eben so ihr Verhalten eben beurteilen kann und einschätzen kann. Und so Sherlock-mäßig, so Deduktion? Ja, genau. Und sie trifft da eben auf verschiedene andere Jugendliche, die verschiedene andere auch Fähigkeiten haben. Also es gibt einen, der ist auch im Bereich Profiling wie sie. Er ist der Sohn eines Serienmörders, Serientäters tatsächlich. Wodurch er auch so ein bisschen heraussticht aus dieser Gruppe. Dann gibt es zum Beispiel ein Mädchen, das so ein bisschen als Kleptomanin und Lügnerin, also die kann sehr gut sozusagen Sachen vortäuschen, Lügen erkennen, aber eben auch selber lügen. Und ein anderes Mädchen, das eben so für so Zahlen so ein bestimmtes Gespür hat, so Statistiken und solche Sachen. Also ist ganz spannend, muss ich sagen. Mhm. Und ein anderer Junge, weil das ist natürlich auch so ein bisschen mit einer kleinen Liebesgeschichte gespickt. Natürlich. Ist auch der erste junge Mann da, den wir kennengelernt haben, im ersten Kapitel direkt, der Michael heißt, genau. Und er kann eben Emotionen lesen und interpretieren, so was eine Person fühlt. So. Und es war ein schöner, kurzweiliger Jugendkrimi, sag ich mal. Was ich besonders gut fand, war, dass zwischendurch immer Kapitel aus der Sicht des Mörders oder der Mörderin eben zu lesen waren. Das fand ich ganz spannend. Und man findet eben nach und nach heraus, dass Cassie eben so ein bisschen mehr drin verwickelt ist, als wir zu Beginn der Geschichte dachten. Und ich habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben.
ich glaube, dass es halt vielen so gehen wird, die eben Inheritance Games zuerst gelesen haben. Das ist halt eine frühere Reihe von ihr, die jetzt halt nochmal ins Deutsche sozusagen übersetzt wurde nach dem großen Erfolg. Und ich finde, man merkt schon ihren Stil, der schimmert da schon durch. Aber ich fand das so ein bisschen, so, was die Beziehung zum Beispiel anging, war ein bisschen sehr schnell alles. Und auch so ein bisschen generell so das Pacing war noch nicht so ganz optimal. Und also da war noch Luft nach oben, sage ich mal. Also man sieht schon, finde ich, und man merkt schon, dass sie da eine ordentliche Entwicklung hingemacht hat jetzt zu ihren aktuelleren Büchern. Aber nichtsdestotrotz hat es unglaublich viel Spaß gemacht und werde ich auch auf jeden Fall weiterlesen, so, weil ich glaube, dass da auch noch viel Potenzial nach oben ist. Es sind, glaube ich, 4 Bände insgesamt und der 2. Band erscheint irgendwann jetzt im Herbst im Deutschen. Genau. Möchtest du erstmal mit deinem Buch weitermachen oder soll ich mein 2., was ich beendet habe, direkt dranhängen? Wie viele hast du denn? 2. Also, 2. Jetzt noch 1. Machen? Ich habe nämlich nur 1. Okay, dann machen wir das so. Ich habe auch gar nicht so viel zu sagen zu meinem Buch, muss ich sagen. Ich habe letzte Woche in dem Podcast gesagt, dass ich es gerade lese, jetzt habe ich es beendet. Aber ich weiß nicht, inwiefern ich eine Meinung dazu habe. Wir haben aber auch in dem letzten Podcast schon ein bisschen darüber geredet. Und zwar geht es natürlich um To Kill a Mockingbird von Harper Lee. Habe ich beendet. Ich habe einen Lesemonat-Post auf Instagram gemacht und da musste ich dem eine Sterne Bewertung. Nummer zuweisen. Ja. Bewertung, danke. Eine Bewertung zuweisen. Und ich habe dem jetzt 3 Sterne gegeben, weil das so, ich weiß, das ist theoretisch nicht die Mitte, aber als Mitte angesehen wird so. Ich habe keine strong feelings zu dem Buch. Ich habe strong feelings dem gegenüber, dass man das nicht in der Schule unbedingt lesen sollte. Vielleicht einmal zum Inhalt noch, ne? Also es geht in dem Buch um, es ist ein Coming-of-Age-Buch und es geht prinzipiell um, oder wir verfolgen prinzipiell Scout. Scout ist 9 oder 8, 9, ich glaube 8, 9, 10, 9, nehmen wir 9. Also relativ jung und den Bruder Jam und die einzig andere wichtige Person ist eigentlich Atticus. Und Atticus ist... Also der Vater und Atticus ist die coolste Vaterfigur in Büchern, die ich kenne. Also richtig einfühlsam und intelligent und also meinst du Written by Woman? Ja, definitiv. Und das hat das Buch für mich, glaube ich, ein bisschen positiver zurückgelassen, als ich es eigentlich empfand beim Lesen. Das geht um er ist Anwalt und es geht um ein Court Case, den wir verfolgen, wo ein schwarzer Mann angeklagt wurde, eine weiße Frau in ihrem Haushalt vergewaltigt zu haben. Und es spielt im Süden von Amerika und natürlich auch, ich glaube, 1900, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall. Das heißt, Vorurteile waren noch größer, als sie sowieso zur aktuellen Zeit sind und so, gegenüber Minorität und vor allem auch gegen natürlich People of Color. Und ja, der Court Case geht so aus, wie man es jetzt auch vermutet, dass er ausgeht. No Spoiler, aber ich glaube, kam für niemanden als Überraschung. Und ja, ich weiß nicht. Wichtiges Thema, deswegen kann ich es nicht haten und ich will es auch nicht haten. War nett geschrieben, hat einen Pulitzer Preis gewonnen. Ich denke mal, die Leute haben sich dabei was gedacht. War okay, ich habe tatsächlich keine starke Meinung. Ist ja auch in Ordnung, es gibt ja auch solche Bücher. Also. Aber man fühlt sich, finde ich, immer so ein bisschen unintelligent, wenn man keine Meinung hat. Aber I don't know, ich habe irgendwie keine zu dem Buch. Ne? Ja. Cool. Den Film will ich trotzdem sehen, weil Atticus sehr sexy ist. Im Film oder jetzt der Charakter an sich? Nee, das ist ein lieber Vater, aber der Darsteller von Atticus, Finch. Ah ja, schön. Ja. Nee, ja, so viel dazu. Okay. Ja. Kannst du abhaken von der Bücher, die man gelesen haben sollte, Liste. Ist, glaube ich, schon immer ganz oft mit drauf. Ja, sehr kanonisch. Das stimmt. Ja, mein nächstes Buch, ich habe es schon angekündigt,
das ich lesen möchte. Oh, ich habe gestern Nacht gesehen, dass du irgendwie auf Seite 595 oder so warst schon. Ich mir dachte, wann hast du das alles gelesen? Maschine! Es lässt sich auch super schnell lesen, muss ich sagen. Ich habe es, weiß ich nicht, wann habe ich es denn angefangen? Also ein bisschen mehr als eine Woche habe ich schon, glaube ich, dran gelesen. Es geht um Rebecca Yarros Fourth Wing, Flamm geküsst auf Deutsch, ist bei DTV erschienen. Und ja, das war ein Fun Read. Es war ein Fun Read. Waren es 5 Sterne für mich? Nein. Es waren keine 5 Sterne für mich. Scandalous. Es hat aber wirklich sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Erstmal ganz, ganz kurz zum Inhalt, weil ich glaube, es hat wirklich jeder und seine Mutter und Oma hat schon von dem Buch gehört, worum es geht. Es ist eigentlich, also ist nicht eigentlich, es ist ein High-Fantasy-Buch und es geht um Violet Sorengale, die eigentlich Schriftgelehrte werden möchte. Es gibt so verschiedene Kategorien sozusagen, in die man in dieser Kriegsschule, die das eben ist, eintreten kann, seinen Abschluss machen kann. Und sie wollte eigentlich ihrem Vater nacheifern und Schriftgelehrte werden. Problem ist aber, dass ihre Mutter eine sehr hochrangige Generalin ist und sie zwingt eben die Prüfungen zur Reiterin eben anzutreten. So. Und Problem ist, dass halt Violet, was? Das Problem ist, dass Violet eben eine sehr, sehr zarte Statur hat und auch eher kränklich ist. Ihre Gelenke kugeln schnell aus. Das hat alles damit zu tun, dass ihre Mutter krank war, als sie mit ihr schwanger war. Also eine bestimmte Krankheit, da wird auch nicht näher drauf eingegangen. Deswegen hat sie auch ein braunes Haar und unten ihre Spitzen sind silbern. So. Und sie beginnt eben ihr erstes Schuljahr und möchte eben an dieser Akademie teilnehmen und trifft dort im Prinzip auf den Erzfeind ihrer Familie. Das ist der Xane Ryerson, der eben ein Sohn eines Verräters ist. So. Und der Vater von ihm hat ihren Bruder umgebracht und ihre Mutter hat seinen Vater hinrichten lassen vor seinen Augen. Und dann geht es so ein bisschen darum, eben auch, wie die aufeinandertreffen. Und er eben auch ihr Geschwaderführer ist und das halt auch so ein bisschen zu Komplikationen kommt. So, das ist so ein bisschen darum, worum es geht. Es geht um Drachen. Das ist unglaublich cool gemacht in der Geschichte, weil eben die Reiter dann auch ein Teil der Prüfung eben ist, dass die eben eine Verbindung mit den Drachen eingehen, wenn die Drachen denn möchten, sie sozusagen für würdig erachten. Und wenn es dazu kommt, haben die auch so eine telepathische Kommunikation, die stattfindet und entwickeln dann auch magische Fähigkeiten, also die Reiter und Reiterinnen. Das ist ein Trope, das funktioniert immer in Fantasy-Büchern. So Mensch-Tier-Verbindung, vor allem, ja, wenn es so coole Tiere sind. Ja, dann kriegt man jede und jeden. Das ist halt einfach fun. Also es ist wirklich fun. Sie muss halt auch so, sie hat verschiedene Unterrichtsfächer auch und lernt halt Menschen kennen. Dann geht es auch immer so ein bisschen darum, wem kann man vertrauen, wem nicht. Weil die Hälfte eben der Kandidatinnen, die sozusagen antreten, nicht überleben. Das ist so eine Statistik, die eben feststeht. Und sie halt natürlich auch nicht ihr Leben lang sich darauf vorbereitet hat, Reiterin zu werden, sondern nur ein halbes Jahr, weil sie ja eigentlich immer Schriftgelehrte werden wollte. Dann gibt es eine Enemies to Lovers Liebesgeschichte, die so gepitcht wurde, was es für mich nicht war, um ehrlich zu sein. Das ging relativ schnell, auch also das habe ich jetzt nicht so gespürt. Eher so, für mich war es eher so eine Haters to Lovers, so eine klassische Geschichte, auch so, auch dieser Übergang von, okay, wir fühlen uns halt eher so sexuell voneinander angezogen und finden uns attraktiv zu tiefgehenden Gefühlen, fand ich ein bisschen schnell. Und was mich auch ein bisschen gestört hat in der Schreibweise tatsächlich ist, es ist ein High-Fantasy-Buch, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, eigentlich ist es ein High-Fantasy-Buch. Aber es liest sich manchmal dann halt eher wie so ein Contemporary Romance Buch, wegen der Formulierungen, die da so stattfinden. Vor allem, wenn sie dann wieder zum 100. Mal beschreibt, wie sexy seine sein Sixpack ist und seine Muskeln und das und auch so ein paar Formulierungen einfach, die haben da so sehr rausgestochen. Und ich dachte, okay, vielleicht liegt es an der deutschen Übersetzung. Dann habe ich aber so ein bisschen recherchiert und geguckt, wie die englischen Original-Snippets sind. Und da ist es aber genauso, dass er so holy fucking hot mit so Punkten dazwischen. Und also sowas bringt mich halt immer raus, weil ich finde, man muss sich dann entscheiden, möchtest du jetzt Urban Fantasy schreiben, wo das halt eher okay ist, oder möchtest du halt wirklich High Fantasy schreiben? Dann finde ich, musst du halt auch, weißt du, so in der Atmosphäre und in dieser Welt auch so ein bisschen drin bleiben.
Und Worldbuilding fand ich jetzt nicht so gut in dem Buch. Also am Anfang von jedem Kapitel sind immer so kleine Ausschnitte, aber da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr gewünscht. Und auch das Ende, da habe ich gestern einer Kollegin gesagt, dass ich die Vermutung habe, dass das so ausgehen wird und dass ich das so ein bisschen langweilig fände. Es ist genauso gekommen. Möchte ich weiterlesen? Ja, ich möchte weiterlesen, weil es halt wirklich trotzdem Spaß gemacht. Es ist Action geladen. Wie gesagt, Drachen, Freunde Drachen. Ich liebe Drachen. Und ja. Und der Dude, muss man ja dazu sagen, er ist halt so, schon einfach ein Rip-Off von Recent, von Ekotar. Also wirklich. Ja, damit kriegt man viel. Da gibt es halt wirklich viele Parallelen. Und ich verstehe auch schon, warum viele sagen, die halt Ekotar oder Throne of Glass oder so mögen, dass sie das lesen sollen. Also ist mir schon klar. Also ist ein gutes Buch, wirklich. Aber ich habe eine Frage. Ja. Wie alt sind die ProtagonistInnen? Also, die sind im Schnitt, wir begleiten ja, es gibt Klasse 1 bis 3 und ich glaube in Klasse 1 waren die so 20, lass mich lügen, 19, 20. Oh. Und also schon eher, also es ist wirklich New Adult Fantasy eigentlich und er zum Beispiel ist 23 und er ist halt im dritten Jahr. Okay, ich dachte automatisch, dass die so 16 und 17 sind, nee. Aber das finde ich ja jetzt schon mal nett. Ja doch, das finde ich auch ganz gut, dass das halt... aber es liest sich, um ehrlich zu sein, also es gibt so ein paar sexy Szenen in dem Buch, aber ansonsten liest sich das Buch voll wie ein Jugendbuch. Also, okay. Ja. Oh. Mein Pet-Peeve in Fantasy-Büchern ist immer, wenn die das Worldbuilding nicht so organisch in den Text einbauen, dann immer so eine Gelehrtenschrift oder so an Anfang vom Kapitel packen und da Religion und so erklären. Manchmal ist das gut gemacht, ja. Aber manchmal finde ich das einfach lazy. Ich finde, an manchen Stellen hatte sie so gute Ansätze, weil zum Beispiel, es gibt eine Stelle, wo sie eben die erste Aufgabe erfüllen muss, um überhaupt an der Schule angenommen zu werden und Kadettin zu werden, dass sie eben, um sich selber zu beruhigen, immer so Sachen aufsagt, die sie gelernt hat als Gelehrtenanwärterin ja eigentlich sozusagen. Und da gab es immer mal wieder so Sequenzen, das fand ich halt eigentlich ganz gut gemacht. Aber es waren so viele Sachen, die halt nicht so erklärt waren. Auch jetzt zum Beispiel diese Krankheit ihrer Mutter, die sie hatte. So, da wird nicht näher drauf eingegangen. Und dann gibt es ja natürlich, ist ja auch eine Militärschule. Und auch so die ganze Technik, diese ganzen politischen Taktiken und Militärtaktiken und so, das wird nicht so gut, finde ich, erklärt. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, weil ich von Marie... An R.F. Kwang. Von R.F. So. Genau, von R.F. Kwang einmal, definitiv. Mhm. Und aber auch einmal von Marie Rutkowski mit The Winner's Curse. Das ist ja auch ein sehr, sehr politisch-militärisches Buch auch, wo das halt eben eine Rolle spielt. Genau. Aber ich kann definitiv nachvollziehen, warum das so vielen so viel Spaß macht und denen das so gut gefällt. Und wie gesagt, von mir jetzt auch 4 Sterne bekommen und ich habe mir den zweiten Band auch vorgemerkt. Der kommt im Dezember und ich freue mich auch weiterzulesen. Ja. Wie viele Bände werden denn das? Weiß man das schon? Ich weiß es nicht. Also ich habe die Vermutung, dass es eventuell 3 werden, für jedes Schuljahr sozusagen 1. Aber ich kann es nicht sagen. Okay, vielleicht ist es auch so ein bisschen erfolgsabhängig, wa? Genau, aber ich glaube, das sollte jetzt nach dem ersten nicht so das Problem sein. Wahrscheinlich. Genau. Ja. Okay. Wollen wir mit Geschaut weitermachen? Was hast du geschaut? Ja, also ich war mit dir im Kino. das habe ich ganz vergessen, ja. Wir haben im Kino No Hard Feelings geschaut mit Jennifer Lawrence, ist es eine Rom-Com? Eigentlich ist es ja keine wirkliche Rom-Com. Ja, aber ich glaube, das passt schon als Label. Ja, so. Ja. Und das war ziemlich fun, muss ich sagen. Also ich mag halt Jennifer Lawrence sehr gerne. Es geht um eine 32-jährige Frau, die ihr Leben nicht so richtig im Griff hat. Und zumindest finanziell nicht, genau. Und sonst auch sehr chaotisch ist. Ja, genau. Also und auch so beziehungstechnisch auch nicht so auf der Höhe ist, sag ich mal. Nicht so committed auf jeden Fall. Nee, genau. Und wie das dann eben so ist, sie hat Geldprobleme und sieht so eine Anzeige im Netz. Ein superreiches Ehepaar bietet sozusagen ein Auto an, weil sie ist Uber-Fahrerin, muss man dazu sagen. Und sie hat halt leider am Anfang der Geschichte kein Auto mehr. Bieten so einen alten, aber gut intakt gehaltenen, ich weiß gar nicht, was das für ein Auto war.
irgend so ein Auto halt. Ja, ist ja auch egal, ja. Ist ja wirklich egal. Uber halt. Genau, und als Gegenleistung soll sie sozusagen den 19 war ja, ne? Oder 18? Auf jeden Fall den Sohn, der gerade mit der Schule fertig geworden ist, halt daten, weil der ist so sehr in sich zurückgezogen und soll eigentlich jetzt nach dem Sommer aufs College. Und dann, ja, macht sie sich sozusagen daran, ihn kennenzulernen, ohne dass er halt herausfindet, dass sie sozusagen bezahlt wird, das zu tun. Und dann begleiten wir, wie das Chaos so seinen Lauf nimmt. Das war schon arg spaßig, aber auch sehr getragen durch Jennifer Lawrence. Und seinen Namen habe ich leider vergessen. Ich habe ihn ja danach nochmal recherchiert. Ja. Und er war mal Evan in Dear Evan Hansen für alle Musical-LiebhaberInnen. Das fand ich natürlich sehr cool und habe mir dann auch nochmal die, also auf der Internationaltour, nochmal die ganze Videos angeguckt. Aber ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, ich weiß es leider auch nicht mehr. Süßer Typ auf jeden Fall. Ja. Hat gut gepasst in diese mausige Rolle. Ja. An einigen Stellen war es arg überspitzt. Ja. Was den Comedy-Aspekt angeht. Das stimmt. Und das Ende fand ich ein bisschen blöd, weil das Ganze spielt auch in so einer Gegend, die arg davon betroffen ist, dass alles reicher wird und nicht nur noch die reichen Leute dort Wohnort leisten können, also ein Haus leisten können. Und das Ende hat dem Ganzen so irgendwie, das war so, es hat so ein bisschen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Gleichzeitig war es aber. Also ich verstehe schon, was sie damit machen wollten. Angeht. Dass sie halt auch ein bisschen darstellen wollten, dass sie sich weiterentwickelt hat. Aber so im Kern muss ich dir zustimmen, finde ich es halt schade, dass es nicht irgendwie noch mal ein bisschen anders gelaufen ist. Aber es war so richtig schönes Popcorn-Kino. Also so, wenn ihr einfach so richtig so ein bisschen entspannen wollt und die Geschichte ist jetzt nicht so super komplex und aber sehr, sehr fun. Ja. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Passt auch gut in diese Welle an Filmen, die nicht mehr so auf Romance fokussiert sind, sondern mehr auf Freundschaft. Ja, definitiv. Und was hast du geschaut? Jetzt kommt was sehr on-brand ist für mich, glaube ich. Ich habe keine Serie oder kein Film oder so. Ich habe ein YouTube-Video mitgebracht. Mhm. Und zwar habe ich irgendeine Doku. Viele YouTube-Videos geschaut. Auch. Aber das Thema war zu richtig gut. 4 Teile, muss ich dir von erzählen nachher. Das Thema war zu. Also das passt nicht in den Podcast. Was anderes. Ein Video von Ariel Bissett. Und zwar I tried whittling for a week. Sie hat geschnitzt. Sie hat ein neues Hobby ausprobiert. Und da bin ich natürlich sehr anfällig für neue Hobbys. Sie hat sich so kleine Holzblöcke gekauft und so ein kleines, so Taschenmesser, großes Schnitzmesser. Und hat dann ein kleines süßes Haus geschnitzt und einen kleinen Pilz und einen Vogel und die angemalt danach. Und er sagt, oh mein Gott, ich möchte unbedingt Schnitzen ausprobieren. Hast du dir schon Schnitzmesser bestellt und Holz? Oh nee, weil die so 60 Euro kosten oder so. Weil das ist nämlich sonst eine sehr typische Sache. Ja. Dass hier jemand direkt sich so ein Starter-Set bestellt. Ja, und man muss dazu auch noch sagen, ich habe noch von vom Linoldruck auch noch so ein Set hier, was ich mir bestellt habe. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Also bevor ich schnitze, muss ich eigentlich Linoldruck ausprobieren. Und es ist ja von der Technik ähnlich. Also man hat so messerartige Dinge und stellt bei dem einen halt in Linoleum, malt das dann an und druckt damit. Mhm. Aber beim Schnitzen ist ja noch was anderes, weil dann kann man das so anmalen mit so Acrylfarbe und so. Oh, hab ich so Bock drauf. Mache ich einen Etsy-Shop auch für Schnitzereien. Ja. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja, das ist wirklich nicht ausgeschlossen. Und das Gute ist, es würde auch wirklich niemanden überraschen, würde ich das machen. Nee, wirklich nicht. Naja. Gut, kleiner Exkurs, was hast denn du gehört? Also musiktechnisch nichts Neues, was ich so entdeckt habe. Ich habe tatsächlich nochmal in Solar Power dann reingehört, nachdem du das ja letztes Mal angemerkt hast. Und ja, also zum Beispiel diese, mit dem Ring, wie heißt das? Mood Ring. Genau, Mood Ring. Das ist ganz vibey, muss ich dir schon recht geben. Ja? So sehr sommerlich, sehr so leicht, so, aber ja, jetzt mein liebstes Album, ich glaube nicht. Aber trotzdem, also ich habe noch mal reingehört und kann durchaus erkennen, wieso du das jetzt so ein bisschen mehr fühlen konntest. Und ansonsten habe ich nicht so viel Musik gehört, weil ich halt viel dann gelesen habe in der Bahn und teilweise auch Hörbuch dann gehört. Ja.
Du hast bestimmt... Ich liebe in Moodring diese Ladies begin your sun salutations, transcendental in your meditations. Diese Lines liebe ich. Ja, Lyrics kann sie, ne? Also muss man ja schon... Ja, voll. ...zugute schreiben. Und deswegen finde ich es immer noch trauriger, dass wenn ich mir denke, boah, das könnten hier jetzt gute Gedichte sein und auch richtig gute Songs, aber die Melodien und der Vibe, der stimmt einfach. Also ja. Der stimmt schon für das, was sie machen wollte, so ein Sommeralbum und so Happy Beach Vibes und so. Ah, fühle ich halt nicht. Aber... Ja, das verstehe ich. Naja. Hast du was wolltest du sagen? Du hast bestimmt... Achso, ja, du hast doch bestimmt das neue Lied von Olivia Rodrigo dir verinnerlicht. Habe ich. Willst du einen Hot-Take dazu hören? Ja, bitte. Ich habe den letzten Monat schon geschrieben und sie hat mir darauf gar nicht geantwortet, weil ich glaube, sie war enttäuscht. Von dem Lied? Nein, das Lied ist gut. Kitschy. Alles gut, kann man gut hören. Aber oh mein Gott, sie sagt in einer Line Bloodsucker, Famefucker. Und ich finde Famefucker, finde ich so übertrieben cringe. Und alle quoten diese Line sagen, boah, iconic Beleidigung. Aber boah, Bloodsucker ergibt Sinn, ne, wegen Vampire und der Metapher dahinter und so. Aber Famefucker finde ich so eine cringy Alliteration. Wirklich alles für diese Doppel-F-Laute. Oh. Und ich könnte nicht weiter beschreiben, aus daraus, dass ich es ganz persönlich cringe finde, aber no offense an alle, die das eine iconic line finden, das ist halt alles objektiv. Aber boah, immer wenn ich das höre, manchmal sagt sie auch Bloodsucker, Dream, something? Dream, Bloodsucker, Dream. Weiß nicht, irgendwas, was sich halt reimt. Auf jeden Fall nicht Famefucker. Dann denke ich mir immer, oh ja, oh. Naja, mal gucken. Aber das Video ist auch ganz süß und alles. Habe ich gehört, aber nicht so übertrieben viel, wie ich gedacht hätte. Aber ich glaube, die Vibes sind gut für Gods, so wie das neue Album heißt. Ja. Ich habe auch nicht so viel Neues gehört. Ich habe eine Playlist entdeckt, wo immer abwechselnd ein ABBA und ein Fleetwood Mac-Song läuft. Und die Vibes mag ich gern. Das höre ich aktuell richtig viel. Das passt auch gut aber zu dir. Genau. Aber sonst auch nichts Neues. Wollen wir übergehen in was wir gerade lesen? Ja, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ich habe nur eins tatsächlich. Ich habe zwei, aber dann über eins habe ich schon geredet. Über eins hast du schon geredet? Ja, das habe ich letztes Mal schon gelesen. Ach so, ja, aber fang mal trotzdem an dann. Ja, ganz, ganz kurz. Ich habe aber weitergelesen. Letztes Mal war ich ja erst bei, ich glaube, Seite 30 oder so. Jetzt bin ich auf Seite 130. Für alle, die den Videopodcast sehen, schaut, wie viele Tabs ich gemacht habe. Hört ihr sie? Viele Tabs. Nee, aber ich lese immer noch Notes on Heartbreak von Annie Lord. Ich lese viele Bücher und ich lese auch nicht so schnell wie Monja. Was blöd ist, aber irgendwie auch okay. Deswegen lese ich das immer noch. Hab's nicht beendet. Macht Spaß. Ist halt so sehr... ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so 21. Jahrhundert journalistisch für Gen Z geschrieben. So, weißt du, welchen Vibe ich meine? Halt so wie in so einer Kolumne, die halt 20-Jährige targetet oder keine Ahnung, 22-Jährige oder so. Ich glaube, das finden auch hier einige dann ein bisschen... Ich gebe dir diese Fraktionen an LeserInnen, die so Popkulturreferenzen so richtig doll hasst. Ich habe bis heute nicht so richtig verstanden, warum. So eine Harry Potter-Reference oder so finde ich natürlich auch scheiße, weil das so overdone ist und natürlich noch ganz viele andere Implikationen hat. Aber ansonsten finde ich Popkulturreferenzen voll in Ordnung, aber auch hier wieder voll subjektiv. Aber da ist hier sehr, sehr viel drin, will ich sagen. Ne? Also das ist so sehr geschrieben wie Chatnachrichten, die ich dir schreiben würde, in journalistisch und natürlich auch auf einen Prosatext ausgelegt. Aber ist nahbar, sind viele so Observationen, die man wahrscheinlich nur kennt, wenn man selbst so Herzschmerz erlebt hat oder Freundinnen hatte, die Herzschmerz erlebt haben. Also so viele Sachen, wo man einfach relaten kann. Ist spaßig. Aber ich rede bestimmt noch mal drüber, wenn ich es dann beendet habe. Mir fehlen noch 250 Seiten oder so. Liest sich alles schnell, wenn ich Zeit habe. Das Semester endet ja bald. Dann werde ich das sicherlich auslesen. Und es sind, wie gesagt, viele Tabs drin, weil ich vieles relatable finde. Was hast du gelesen? Also ich lese gerade
Ein Kinderbuch? Hm. So richtig Kontrastprogramm. Meine ich, Entschuldigung. Oh. Was? Stimmt. Stimmt. Kontrastprogramm, deswegen nicht. Oh. Ach so. Und zwar lese ich Almut. Was? Und der Hühnersommer. Und ich liebe es. So. Ganz toll. Das ist von Mareike Krügel. Das ist so ein kleines Kinderbuch. Ich habe mir jetzt nicht jetzt nachgeschaut, ab wie vielen Jahren das ist. Ich würde so sagen, ab 8. Da sind auch immer noch so ein paar Illustrationen dazwischen. Und ich finde das Buch so entzückend. Eine Kollegin hat mich damit angesteckt und dann habe ich eine andere Kollegin damit angesteckt. Es ist einfach so super schön. Es ist, finde ich, nicht so einfach im Bereich Kinderbuch schöne Contemporary-Kinderbücher zu finden. Also Fantasy ist da schon eher so das dominante Genre, sage ich mal. Und das ist aber einfach wunderbar. Also zum einen natürlich wegen der Hühner. Wer meinen Vorstellungspost ja auch gelesen hat auf unserem Instagram-Account, weiß, dass ich irgendwann unbedingt Hühner haben möchte. Und ich habe auch die wilden Hühner. Das ist deine größte Red Flag, ne? Dass du Hühner magst und Taylor Swift nicht magst. Wenn ich irgendwas an die ändern könnte, dann diese zwei Punkte. Das würde ich tauschen. Und ich liebe das an mir und würde es niemals tauschen. und ich habe halt auch die wilden Hühner. Toll, danke, jetzt klinge ich richtig unsympathisch. Das ist okay. Ich habe auch viele andere Red Flags, doch. Nein, du hast nur die. Sonst bist du perfekt. Danke, danke. Siehst du schon, bist du sympathisch? Nein, Spaß beiseite. Ich habe halt auch die, es regnet jetzt gerade. Ich hoffe, das hört man nicht. Bei dir, richtig, bei dir nicht? Ist auch richtig dunkel geworden. Okay, bei dir schon. Doch, bei mir regnet es auch. Ich habe auch die wilden Hühner eben richtig gerne gelesen als Kind. Und es geht in diesem Buch eben um Almut, die mit ihrer Familie von Berlin in so ein kleines Dörfchen zieht, weil es ihrem kleinen Bruder Jonathan gesundheitlich nicht so gut geht. Es wird jetzt nicht näher beschrieben, also es geht auf jeden Fall so ein bisschen um Lungen und dass er viele irgendwie Allergien hat. Und Almut ist halt eher so ein bisschen für sich. Und eines Tages büchsen die Hühner des Nachbarns in ihren Garten sozusagen. Und sie bringt dann das Huhn Ingeborg, ist das nicht süß? Das Huhn Ingeborg zu ihrem Nachbarn. Und den beschreibt sie halt immer nur als Öhi, also wie von Heidi. Und er nennt sie auch kleine Heidi. Weil er halt auch so ein älterer Mann ist mit so buschigem Bart und eher so ein bisschen grummelig, aber ein goldenes Herz hat. Intertextualität. Richtig. Und dann verfolgen wir sie einfach so ein bisschen, wie sie eben so Freundschaft mit diesem alten Mann schließt, sich um die Hühner halt kümmert, die Hühner auch kennenlernt, aber auch Freundschaft mit zwei Kindern eben aus ihrer Schule schließt. Und man erfährt so ein bisschen über ihr Leben zu Hause und dass natürlich auch viel Fokus eben auf dem Jonathan liegt, ne, der halt mehr Aufmerksamkeit braucht und oft ins Krankenhaus und zum Arzt muss. Und trotzdem ist sie halt so ein total liebes Mädchen, das immer versucht, ihn zum Lachen zu bringen. Und gleichzeitig ist das Buch auch so klug und gewitzt. Es gibt eine Stelle, die möchte ich gerne kurz vorlesen. Das ist ein Satz, zwei, drei Sätze. Da geht es darum, dass der Nachbar Pilze von einer Nachbarin geschenkt bekommen hat, einen Korb. Und sie natürlich so, mein Gott, aber woher willst du wissen, dass sie dich nicht vergiften will? So wie man halt als Kind manchmal so Sachen eben interpretiert. Mhm. Und dann sagt er dazu, die meisten kann man essen, aber sie schmecken nicht. Man muss lernen, die zu erkennen, für die beides gilt. Genießbar und ungiftig. Wenn man das kann, dann ist man fein raus. Das gilt für Pilze und für Menschen. Und das sind so lauter kleine kluge Sätze, die in diesem Buch drin sind, die ich so schön finde. Und ja, da bin ich jetzt so bei der Hälfte und freue mich sehr, da weiterzulesen. Man kann nicht sagen, dass unser Podcast nicht echt eine Bandbreite an Büchern abdeckt. Ich liebe Kinderbücher. Was liest du denn noch? Ich glaube, was du jetzt auch unerwartet findest. Ja, und ich bin schon bei 50%. In einem Rutsch habe ich 50%. 50%? Das ist ja cool, ne? What is it? Ich habe angefangen, Let's Be Wild von Annabelle Steel und Nicole Böhm. Findest du das auch unerwartet? Ja, also, was? Wie kam es denn bitte dazu? Pass auf. Also nichts gegen das Buch, ne? Also das klingt jetzt so, sondern es geht darum, dass Alina jetzt schon, also schon wieder für ihre Verhältnisse halt so ein Romance, Contemporary, nicht Klassiker, sowas liest. Pass auf, es ist gar kein Romance-Buch. Spielt es in den 60ern? Primär um. Nee. Aber in New York. Ah, okay. Also es geht um eine Gruppe an Freundinnen, überwiegend Freundinnen und ein Typ, Tyler.
he's there. He's Ken. Und einer von denen kommt auch aus Deutschland und so und andere von woanders. Auf jeden Fall treffen sich alle in New York und fangen an, in so einer Influencer-Agentur zu arbeiten. Das juckt mich wirklich zero. Mm. Also Marketing, Influencer-Marketing juckt mich wirklich minus 100. Aber es ist natürlich cool, weil ich habe das Gefühl, also ich mag es, wenn man so einen großen Cast an FreundInnen hat und die halt in unterschiedlichen Kapiteln verfolgt, weil ich bin es langsam so ein bisschen satt, immer nur eine Paarperspektive zu haben. Und es gibt so seine Perspektive und ihre Perspektive. Und ich mag Multiple Point of View auch im Vergleich zu einfach nur einer Perspektive. Und es ist natürlich cool, weil entweder müssen die mal zusammen wohnen oder zusammen arbeiten oder irgendeinen gemeinsamen Faktor in ihrem Leben haben, damit man halt eine Geschichte mit einem relativ großen Cast an Charakteren erzählen kann in so einem Contemporary-Buch. Ich weiß, für Fantasy ist das natürlich komplett anders, was die Konvention angeht, aber in so einem Contemporary-Buch müssen sich halt die Stränge relativ schnell meistens hier treffen. Und deswegen ist es okay, dass es eine Influencer-Marketing-Agentur ist, weil die Influencer ein bisschen gehandhabt werden wie Stars und das ist schon okay. Das ist spaßig. Das kann man gut als Hörbuch hören. Ich habe eigentlich schon ein Hörbuch anfangen wollen, was ich beim Illustrieren hören konnte. Und deswegen habe ich auch, das Hörbuch geht irgendwie 10 Stunden auf doppelter Geschwindigkeit, sind es halt 5 und ich habe halt irgendwie schon, keine Ahnung, 2,5 Stunden oder so gezeichnet, das dabei gehört. Und meine andere Alternative an Hörbuch, die ich gerade höre, war halt das 8. Leben für Brick, was du ja letzte Woche beendet hast. Und ich dachte mir, boah, die Vibes, das passt jetzt einfach auch nicht so gut zum Zeichnen, keine Ahnung. Hab dann das angefangen und dann hat mich noch interessiert, wie man halt so, oder wie die halt so die unterschiedlichen Point of Views verknüpfen. Ich glaube, das wird sich am Ende vermutlich, ich glaube, es wären noch 3 Bände. Also der 2. ist ja jetzt auf jeden Fall gerade rausgekommen. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche oder so. Ich glaube, es wären 3, aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall wird sich das ja vermutlich auch alles noch mehr verwurschteln, wenn die Leute sich mehr kennenlernen, weil viele von denen kannten sich am Anfang nicht. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, weil die das ja in einer Co-Autorinnenschaft geschrieben haben. Also einige Kapitel oder Point of Views hat Annabelle geschrieben und einige hat Nicole Böhm geschrieben. Und ich habe tatsächlich auch noch nie ein Buch von Annabelle gelesen. Also ich habe ihr erstes veröffentlichtes Buch, Breakaway, Runaway, wie heißt der erste Teil davon? Ich weiß es nicht. Die, glaube ich, in Berlin spielen. Das, auch also das erste bei Lux auch. Habe ich da aber nicht gelesen. Und ich dachte mir, keine Ahnung, warum nicht? Weißt du, was ich gerade kurz einwerfen wollen würde, wo wir so ein bisschen jetzt das Thema Schreiben aufgegriffen haben? Ich hatte halt bei Instagram ja gefragt, ob unsere Zuhörerschaft irgendwas gerne wissen wollen würde oder interessiert. Und da kam die Frage auf, ob wir selber schreiben. Und? Schreibst du? Ich schreibe nicht, nein. Ich weiß, dass das so ein... Also, dass das oft ja nah beieinander liegt, dass wenn man eben sich viel mit Literatur beschäftigt und viel liest auch selber irgendwie schreibt. Aber ich würde mich als leidenschaftliche Leserin bezeichnen. Ich kann gute Sprache sehr genießen und liebe es auch, wenn auch darauf so ein Augenmerk gelegt wird. Aber ich bin keine Person, die selber Geschichten schreibt. Und ich glaube, ich bin auch in dem Punkt auch einfach nicht so kreativ, irgendwie mir Sachen auszudenken und mir zu überlegen, wie ich das am besten rüberbringen wollen würde. Ich mein, sag niemals nie, aber bei mir ist es gerade eher ein Nein. Ich würde sehr gern, ich bin ja auch keinem kreativen Hobby, sonst bin ich sehr vielen Hobbys abgeneigt. Mannschaftssport. Zum Beispiel. Ich bin keinem kreativen Hobby abgeneigt. Ich hätte richtig Bock. Ich glaube, das wird richtig gut zu mir passen. Ich habe richtig Bock. Und ich würde richtig gern Buch über eine weibliche Clique schreiben und vielleicht auch einen Anreizpunkt, Let's Be Wild zu lesen, weil die es genau machen und man es so interessant ist, wie die halt die Kapitel verknüpfen. Also ich würde sehr gern, ich bin überhaupt nicht abgeneigt, aber es ist nicht so, als hätte ich irgendwas anderes zu berichten. Ist natürlich auch wieder so sehr zeitintensiv, ne? Ja, voll. Ja. Erstmal schnitzen und dann schreiben. Richtig. Ist bei dir was Spannendes eingezogen, buchtechnisch? Ich habe heute
E-Books dabei. Also ich habe sie natürlich nicht wirklich dabei. Aber ich habe sie in dem Sinne dabei, dass ich die Bücher auch haptisch habe. Ich momentan aber... Hast du beim Stuff Your Kindle Day geshoppt? Nee, ich habe ja kein Kindle. Ich habe einen Tolino, den ihr in euren lokalen Buchhandlungen erhaltet. Okay. Okay. Und mit dem ihr auch zum Beispiel die Online nutzen könnt in euren lokalen Stadtbüchereien. Props gehen raus. So. Aber ich habe mir gekauft zwei so eine Bundle, die es gab. Die gab es aber auch in einem E-Book-Shop, wo ich eingekauft habe, auch im Angebot. Und zwar ist es einmal, ich habe mir die ersten drei Teile von Throne of Glass als E-Book geholt. Da habe ich ja, da muss man wirklich sagen, damals, es war 2015, Gott, also wirklich lange her, habe ich die ersten beiden damals auf Englisch auch gelesen und da gab es, glaube ich, auch nur noch den dritten und dann habe ich aber irgendwie nicht weiter gelesen und it is how it is und ich habe aber wieder so richtig Lust bekommen, durch Fourth Wing wieder so ein bisschen High Fantasy einfach zu lesen und dadurch, dass es halt auch eine Reihe ist, die du so gerne magst und liebst und alle sagen, dass die Geschichte eigentlich erst ab dem dritten Band losgeht, wollte ich dem Ganzen halt noch eine Chance geben und deswegen habe ich da zugeschlagen. Und dann eine andere Sache ist, dass ich jetzt, also Band 2 von Kerstin Gier ist herausgekommen, von Vergissmeinnicht. So. Ich bin super hyped. Meine Kollegin, also eine meiner Kolleginnen, hat das schon gelesen. Und sie meinte... Wie schnell sie ist. Aber ich glaube, sie hat ein digitales Lesexemplar, was vorab schon sozusagen zugänglich war. Und sie liest aber trotzdem super schnell, also keine Frage. Und sie meinte, sie ist gespannt, ob mir die Referenz, also ob ich das Gefühl habe, dass das auch so eine Referenz ist oder ob ihr das nur so vorkommt. Und ich so, eine Referenz zu einer anderen Referenz Reihe von ihr. Zu was? Achso. Genau, von Kerstin Gier, einer anderen Reihe. Und dann habe ich versuche mich ja immer, wenn so neue Sachen kommen, auf die ich mich super doll freue, dann nicht so sehr im Internet zu lesen und mich nicht so sehr damit zu beschäftigen, weil ich halt frisch rein will. Und dann ploppte das aber irgendwo nochmal auf. Und deswegen habe ich jetzt mir das Bundle von Silber nämlich. Ja, ich weiß, du mochtest es nicht so gerne. Ich kann mich halt nicht so doll daran erinnern, weil ich habe auch diese Bücher 2015 oder so als Hörbuch gehört. Und da soll wohl irgendein, oder es wird spekuliert, sagen wir mal so. Wird spekuliert, ob da so ein Verknüpfungspunkt da ist. Und weil ich die Person bin, die ich bin, möchte ich halt jetzt erstmal die Trilogie nochmal rereaden. Ich habe letztes Jahr auch die Edelstein-Trilogie mit sehr viel Freude nochmal gelesen, um dann Band 1 von Vergissmeinnicht zu lesen, um dann Band 2 sozusagen zu lesen. Was ist denn bei dir Spannendes eingezogen? Bei mir ist ein hübsch verpacktes Buchpaket eingezogen. Cause it's July. Und das heißt, neues Bücherabo-Buch. Monja hat mir ein neues Buch zugeschickt. Was im Rahmen eines Geburtstagsgeschenks gerne mit dir lesen möchte. Unbedingt. Da bin ich ganz gespannt. Für die Leute, die uns in Videoform angucken, ihr bekommt jetzt ein visuelles Unpacking. Ich bin so gespannt. Darf ich es auspacken? Ja, bitte. Ich bitte drum. Ich versuche das jetzt ein bisschen weiter vom Mikrofon wegzuhalten. Nicht, dass ihr, dass ich eure Hörgänge kaputt mache. Ich traue mich nicht hinzugucken. Das geht. Es ist auf jeden Fall, wenn ich es beschreiben müsste, es ist ein Hardcover und es ist sehr dick. Ja. It's so pretty. Es ist der zweite Teil von der Kerstin Gier-Reihe, über die man ja eben schon gesprochen hat. Vergiss mal nicht zwei. Was bisher verloren war, ist der Untertitel. Was ist denn der Untertitel vom ersten Band? Was man bei Licht nicht sehen kann, glaube ich. Ah, ja. Oh, sie haben sich für einen roten Buchschnitt entschieden. Das ist ja bold. Ich finde es aber pretty. Ich habe es ja auch schon in meinem Regal stehen. Das sieht sehr schön nebeneinander aus. Also ich hatte ja erst so ein bisschen meine Bedenken, auch weil ich eher dachte, dass es so ein Hot Pink richtig wird. Aber das ist es ja dann doch nicht geworden. Das soll pink sein? Also aber das sah auf dem Bildschirm halt so Hot Pink aus. Ne? Das ist ja immer so eine Sache, das verfälscht das ja manchmal so ein bisschen. Ja, ich freue mich Thank riesig. Thank you so sehr much. Gerne. Ich bin so gespannt drauf und ich finde es so cool, weil wir hatten, also das Ding ist, Kerstin Gier hatte auch einen Erstverkaufstag
Es gibt ja tatsächlich für bestimmte Titel, da bezahlen die Verlage auch richtige Erstverkaufstage, wo eben jede Buchhandlung das wirklich erst an dem Datum eben verkaufen darf und rausstellen darf. So. Um halt eben auch kleineren Buchhandlungen die Chance zu geben, ne? Verkaufsstart, dies, das, solche Sachen. Und ganz oft ist es aber so, dass wir Buchhandlungen es natürlich schon Tacken vorher kriegen, damit wir es halt auch rechtzeitig, ne, rauslegen können dann an dem Tag, damit es auch für die Vorbesteller da ist. Und als es dann kam und ich es ausgepackt habe, habe ich so richtig komische Geräusche, so, und meine Kolleginnen meinten auch schon so, okay. Und dann war der nächste Tag, wo dann sozusagen Erstverkaufstag war, wo ich es dann auch endlich mitnehmen durfte. Und habe dann wieder dieselben Geräusche gemacht. Und mein einer Kollege, den ich habe, musste so lachen, weil er meinte, du hast dieses Geräusch gestern schon gemacht. Ich so, ja, ich bin so aufgeregt. Ja. Und dann schaffst du es jetzt noch eine komplette Trilogie zu lesen, bevor du das Buch liest. Heftig. I can. Ich schaffe alles, was ich will, was ich mir vornehme, zumindest so lesetechnisch. That's the spirit. Yes. Schön. Freut mich. Yes. Ja, mich freut, dass du dich freust. Win-win. Genau. Okay. Und vielleicht kurzer Reminder hier an der Stelle auch. Das Juni-Buch, was ich dir ja geschenkt habe, ist von Benjamin Myers Offene See, The Offing. Und das wollen wir ja auch gemeinsam lesen und besprechen. Im nächsten, ne? Genau, in der nächsten Folge, falls ihr so einen kleinen Reminder brauchtet und euch noch spontan entscheiden möchtet, mitzulesen. Mhm. I like. Ich hab Bock. Okay, gehen wir zu Book News über. Book News, wo ich diesmal Book passe. News. Aber du bist bestimmt vorbereitet. Ich bin mit einer Kleinigkeit vorbereitet, die ich gestern erfahren habe. Und ich glaube, die gestern medial auch ein bisschen präsenter wurde. Theoretisch aber, glaube ich, schon, zumindest wenn ich meinen Instagram-Nachrichten Glauben schenken kann, ein bisschen länger schon bekannt ist. Whatever. Es geht um die neuen Narnia-Filme. Narnia, also die Reihe von C.S. Lewis, die wurde 1950 bis 1956 veröffentlicht. Das habe ich nicht gefact-checkt, aber ich bin mir relativ sicher, dass das stimmt, wenn wir meinem Gehirn glauben können. also eine relativ alte Reihe, relativ alte Kinderreihe mit 6, ich habe alle gelesen, es sind 6, oder? 5? Nee, es sind 6. Bänden. Und die ersten paar, wo es um die Pevensey-Geschwister geht, die wurden ja damals auch schon von Disney verfilmt. Ich glaube, die Meinung zu diesen Filmen ist relativ ambivalent. Viele finden, dass es perfekte Adaptionen sind, aber ich glaube auch einfach, weil der Cast relativ iconic ist, so, und die Welt ist vor allem für, so alt sind die Filme jetzt auch noch nicht, aber relativ alt. So die Visual Effects und so alles. Und die sind für mich eigentlich cool und ich mochte die auch gern, muss ich sagen. Aber ist natürlich jetzt nicht nach modernen Standards animiert, alles, was da passiert und so, ne? Also so der Löwe und auch in dem Prince Caspian Teil, da sind sie relativ viel auf der offenen See und das sieht schon ein bisschen weird aus. Aber Prince Caspian ist Ben Barnes und alles, naja. Es gibt alte Filme, einige finden sie gut, einige finden sie schlecht. Ben Barnes. Ben Barnes, aber nicht die Narnia-Version, muss ich sagen. Aber die jetzige Version. Und jetzt werden die neu verfilmt von Netflix. Und die 2 Filme auf jeden Fall davon. Ich weiß nicht, wie viele es werden, ob es auch nur die Pevensey-Teile werden oder alle Teile, weil die ProtagonistInnen, die, das wird dann noch so der Cousin und so weiter und dann noch andere Kinder, ist auch egal, und so ein Typ mit so einem Pferd. Da weiß ich nicht, ob die auch verfilmt werden. Auf jeden Fall 2 der neuen Narnia-Filme, die von Netflix angekündigt wurden, wird Greta Gerwig directen. Und wir wissen ja, dass sie ziemlich epische Filme gemacht hat, zum Beispiel. Die hat 3 Filme gemacht bisher, Lady Bird, Little Women und jetzt der am 20. Juli, glaube ich, rauskommt, der neue Barbie-Film. Und weißt du, was ich dachte? Wie lustig wäre es, wenn sie, die castet ja Saoirse Ronan und Timothée Chalamet gefühlt jedem Film. Mein Vote geht daran, dass Timothée Chalamet Prince Caspian. Ich bin all in. Ich weiß noch nicht, wie man Saoirse unterbringt, weil die halt zu alt ist, um die Kinder zu spielen und zu jung ist, um die Hexe zu spielen.
Ach, vielleicht spielt sie den Löwen oder so. Ja, aber kann man die Hexe nicht einfach jünger machen? Das ist ja, das ist eine Hexe. Keine Ahnung. Ich. Da kann man ja bestimmt irgendwie das begründen. Ja, voll cool. Ich bin richtig gespannt. Also, ich habe ja Lady Bird auch geschaut. Hast du den mittlerweile geguckt? Oh nee, aber ich will unbedingt. Aber ich habe viele Ausschnitte auf TikTok gesehen. Bei Lady Bird können wir wieder drüber reden. Zu diesem Thema, dass ich relativ schnell mich so emotional so doll reinsteigern kann in so Szenen, dass ich habe, aber da gab es eine Szene zwischen ihrer Mutter und ihr, wo ich so doll geweint habe. Also auch wieder, wir reden hier von Ugly Crying. So, das hat mich so tief berührt, die Szene. Das war ganz schön, also das war ohne Worte. Also es hat mich wirklich schön weggehauen. Also fand ich auch richtig schön. Das war so ein richtig schöner Coming-of-Age-Film. Ich mag sie aber auch sehr gerne, weil ich finde, sie kann Emotionen eben auch sehr gut so transportieren, auch so Verletztheit und so. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das Einzige, was mich so ein bisschen jetzt kommt Little Women, oder? Beunruhigt? Nee. Ach, ah, okay. Nee. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist halt einfach, dass Netflix es macht. Weil Netflix in mir einfach... Die alles absetzen. Ja, die alles absetzen und mir das einfach immer schon so eine innere Unruhe gibt bei so Sachen, die man halt gerne anfängt. Also... Ich habe auch gestern mit jemandem drüber gesprochen, die halt zu mir meinte, ja, man mag gar nichts mehr anfangen eigentlich, weil die Wahrscheinlichkeit, obwohl es dann halt eigentlich gut läuft, dass sie sagen, ja, nee, doch nicht, ist halt so groß. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Voll, aber man muss ja dem ja zugute halten, dass es halt keine Serie wird, sondern ein Film. Ja. Und die ja in sich immer schon ein bisschen abgeschlossener sind als vielleicht eine Staffel oder so. Ich hoffe einfach. Ich bin genauso hyped auf die neuen Narnia-Verfilmungen wie auf die Percy Jackson-Neuverfilmung, die Serie von Disney Plus. Die würde ich eigentlich auch ganz gerne nochmal lesen. Mehr ganz so lang. Ja, ich würde die gerne mal beenden. Ich habe ja nur die ersten 4 Bände gelesen von Percy Jackson. Du hast die ersten 4 gelesen, Narnia. Den letzten einfach nicht? Nee, ich Percy Jackson jetzt. Ja. Also Narnia will ich auch gerne lesen, weil das ist auch so eine... Eigentlich so eine blöde Eigenschaft von mir. Alina steckt mich ja schon immer oft viel mit Sachen an. Leider. Oh, ich habe Narnia übrigens letztes Jahr gelesen. Auch zum ersten Mal. Ich habe das nicht als Kind gelesen. Ja, letztes Jahr die ganze Reihe gelesen. Ich habe als Kind nämlich den ersten Film mal irgendwie gesehen. Aber ich habe mich auch nicht mehr so doll dran erinnern. Und habe mir natürlich dann direkt nicht einfach irgendwie so die Taschenbücher geholt, sondern so eine richtig schöne Gesamtausgabe. So eine hübsche illustrierte. Aber ganz ehrlich, es muss ja auch Vorteile haben, an der Quelle zu sitzen. Das ist so der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe mir die günstigsten, hässlichsten Paperback-Ausgaben in so einem Schuber gekauft, die ich so richtig so mitnehmen kann und zerfleddern kann und unterstreichen kann und keine Angst haben muss, dass sie kaputt gehen. Und du hast dir so eine wunderschön illustrierte, aber wirklich sehr unpraktikable. Ja, wirklich, die ist halt auch so groß. Also das ist jetzt nichts, was man so eben in die Handtasche für die Bahn nicht einmal lesen. Safe werde ich mir das wahrscheinlich auch dann nochmal als E-Book oder so holen für unterwegs, falls ich es dann... Es gibt ja auch so Sachen, die man eigentlich lieber zu Hause liest, das ist ja auch in Ordnung. Ich weiß, ich habe gesagt, ich habe keine Book News. Kann ich vielleicht doch was reinwerfen? Of course. Also, ich weiß, unter den lesenden Menschen gibt es viele Colleen Hoover-Fangirls. Ich gehöre nicht dazu. Ist in Ordnung. Oh. Aber... Ich weiß, das kommt. Es gibt ja, oder es wurde ja angekündigt und es hat auch schon, die Dreharbeiten haben ja auch gestartet, dass It Ends With Us eben verfilmt werden soll. Einmal mit, oh Gott, wie heißt sie? Blake Lively. Dankeschön, genau, Blake Lively. Und einmal mit dem Dude, der bei Jane the Virgin, seinen Namen habe ich leider auch vergessen, obwohl ich das letztes Jahr geschaut habe. Ist dir mal aufgefallen, dass uns immer nur die weibliche Protagonistin, die Darstellerin einfällt und nie von dem männlichen... Das zieht sich schon durch die ganze Folge. Mal sie, wie Margot Robbie und Ken. Es ist keine Absicht. Margot Robbie. Ah, Ryan Gosling, kann das sein? Ja, der eine Ryan, keine Ahnung. Einer von den Ryans auf jeden Fall. Der, egal. Der mit Blake Lively zusammen ist, oder? Der andere. Der mit Blake Lively zusammen ist. Nicht Ryan Reynolds, von Ryan Gosling. Ich glaube schon. I don't know. Auf jeden Fall kamen dann die ersten Snippets von dem Film. Dann wurde, also, das Ding ist, es ist natürlich ein sehr heiß geliebtes Buch, das weiß ich. Und es wurde auch ein sehr heiß gehasstes. Richtig, aber von der Mehrheit wird es schon sehr geliebt, muss man ja schon sagen. Und das wird jetzt verfilmt. Dann wurde halt erstmal sehr viel kritisiert,
die Castingwahl wurde erstmal sehr viel kritisiert, weil die auch älter sind, bla bla bla. Wobei ich da mittlerweile, hat Colleen Hoover sich ja zu geäußert, warum sie sich entschieden hat, den Cast älter zu machen. Was ich sehr sinnvoll finde. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ja. Genau, es geht halt darum, dass, ich weiß nicht, wer von denen, einer studiert auf jeden Fall Medizin oder ist Mediziner oder Arzt. Und in dem Buch ist es einfach ein Fehler. Also der kann kein Arzt sein, auch nach amerikanischem Standard und wie auch immer das funktioniert. Nicht, dass er halt sozusagen ausgelernt und praktizieren kann, das funktioniert nicht. Deswegen fand sie das halt schon mal ganz gut. Finde ich dem Thema entsprechend vielleicht generell auch ganz gut. Es geht ja auch um häusliche Gewalt beispielsweise. Ja. Kann man ja durchaus dazu sagen. Das wird nämlich ganz oft einfach nicht erwähnt. Auch so ein bisschen romantisch. Wie so eine romantische Geschichte verkauft. Ja, voll, oder? Genau. Und und dann wurde weiter gehetzt, man muss auch dazu sagen, da muss ich auch zustimmen, wegen der Kleidungswahl mit, also da gab es halt so ein paar Snippets von Blake Lively, die sie wirklich, die sehr, also sehr mysteriöse Outfits anhatte. Und dann kam, also wirklich gehatet, also ich finde, muss man dazu sagen, ja, TikTok und BookTok und Bookstagram hat auch positive Aspekte. Das ist gar keine Frage. I mean, wir würden hier nicht sitzen. Aber die Outfits waren auch wirklich hässlich. Ganz schlimme Outfits. Ja, aber wir würden ja hier nicht sitzen, wenn es das nicht wäre. Ne? Also gar keine Frage. Aber das fand ich schon alles so ein bisschen arg doll, ein bisschen sehr toxisch, ein bisschen doll übertrieben. Und dann kam es plötzlich, die Aufnahmen pausieren. Und dann ging ganz lange das Gerücht rum, dass es sozusagen, also da kam auch natürlich auch wieder so toxische TikToks, und ja, wir haben es geschafft, der Film wurde pausiert, ist auf Hiatus gesetzt und bla 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 wird vielleicht nicht mehr fortgesetzt. Das war es aber nicht. Also ich wusste es halt auch erst nicht, ich dachte auch so, es kann doch nicht sein, dass das jetzt wirklich der Grund dafür ist, weil die ihren Outfits nicht gut finden. Nein, es ist nämlich so, dass sozusagen ein Streik gerade stattfindet. Ergänzt mich sehr gerne. Ein Writer's Strike. die eben sozusagen ihre Arbeit niedergelegt haben, um eben eine fairere Bezahlung einzufordern und auch ein bisschen zu demonstrieren, wie viel halt von ihnen auch sozusagen abhängt, dass halt solche Produktionen eben stattfinden können, was ich halt echt cool finde. Mich hat es überrascht, dass das halt jetzt erst stattfindet. Und ich war auch sehr überrascht, als ich mich so ein bisschen durchgelesen habe, also was die Bezahlung so angeht. Also das ist schon, da habe ich schon ein bisschen geschluckt an mancher Stelle. Aber ich fand es halt irgendwie, dieser ganze Prozess halt so, als es dann losging, schon sehr intensiv. Und ich fand es ganz interessant, die Autorin hat sich halt dann auch zu den Outfits geäußert. Und sie hat dann einfach, glaube ich, relativ schnörkellos nur gesagt, dass sie sich nicht daran erinnert, jemals in dem Buch großartig die Outfits beschrieben zu haben. Ja, mein Gott, das ist halt auch so, ja, ich meine, das Medium Klamotten wird halt schon sinnvoll oder oft sinnvoll eingesetzt in Film und so und das ist ja nur mal charakterbildend teilweise, aber nur weil jemand hässliche Klamotten trägt, heißt es nicht, dass der komplette Charakter-Arc von der Protagonistin dadurch zerstört wird. Ich glaube, das hängt einfach so doll zusammen, dass es ja halt einfach schon damit losging, dass halt nicht die Leute gecastet wurden, die sie sich vorgestellt haben, beziehungsweise dass es halt so fern von dieser Vorstellung ist. Aber ganz ehrlich, das ist halt bei so Verfilmungen immer ein Risiko. Und ich denke mir halt immer, bevor ich halt jetzt etwas hate, wenn ich denke, dass, weißt du, dass das halt mich zu doll irgendwie tangiert, dann schaue ich es einfach nicht. Also zum Beispiel Daisy Jones and the Six. Ich schaue es dann einfach nicht, weil ich weiß, wenn ich es jetzt gucken würde, würde es halt einfach nicht Joy in mir sparken. Und dann finde ich, kann man das aber auch einfach fair und auch fair bleiben und auch vielleicht den Leuten, die es halt gut finden, einfach lassen. So, das weißt bleibt du? Ja, ne? Ja, genau, weil ich lieb's, dass es dir gefällt und dass du die Musik fühlst und auch so viele andere begeistert waren. Und ich lieb's auch, dass wieder so viele Leute dann dadurch zu den Büchern gegriffen haben. So. Aber das finde ich halt immer so unreflektiert und das fand ich halt auch eher so ein bisschen schade, so wie so die Reaktionen waren und auch, dass das halt so wirklich, also sehr, das war wirklich toxisch, muss ich sagen. Ja. Viel über Adoption geredet heute. Ja. Ist auch mal ein spannendes Thema. Auch definitiv. Ein sehr kontroverses Thema immer, ne? Ja, das stimmt. Wollen wir die Folge abschließen mit unserem Buchempfehlungsteil? Unbedingt. Wir haben uns jeder einen Prompt ausgesucht, den wir gerne als Aufhänger nehmen würden, uns gegenseitig und euch ein paar Bücher zu empfehlen. Möchtest du anfangen mit deinem ersten Prompt? Ich fange sehr gerne an.
Und zwar habe ich mir ausgesucht, zeige ein Buch, das du empfehlen kannst, um dich sozusagen so ein bisschen aus einer Leseflaute vielleicht rauszubekommen, aber auch, dass sich einfach daran erinnert, an deine Liebe zum Lesen und warum man so Spaß am Lesen hat. Und ich habe mir ein Kinderbuch ausgesucht, Middle Grade, um genau zu sein. Es hätte theoretisch gesehen auch zu deinem gepasst, zu deiner Aufgabenstellung, aber ich wähle jetzt einmal dieses hier. Und zwar, es ist Nevermore von Jessica Townsend. Das ist der Auftakt einer Reihe und das ist alles, was ich beim Lesen liebe. Es hat Magie. Das war spaßig. Ja, genau, es hat Magie. Ein Buckelklockbuch. Stimmt, da war ich aber noch nicht dabei. Es geht um Freundschaft, es ist super kreativ, es gibt Aufgaben, die zu bewältigen sind, es gibt einen Gegenspieler, alles, was ich möchte. Also es geht um Morrigan Crow, und die lebt in einer Welt, da gibt es sozusagen Magie, das weiß man auch. Und sie ist eins von den verfluchten Kindern, die ist an einem bestimmten Abend geboren, und denen wird sozusagen vorgeworfen, dass sie an allem sozusagen schuld sind, was schief geht. Und das fängt an von, meine Marmelade ist nicht so geworden, wie sie werden sollte, bis zu hin, mein Vater hat einen Herzinfarkt, und sind daher halt natürlich sehr verpönt in der Gesellschaft. Morrigan ist allerdings die Tochter des Bürgermeisters, und sie sind auch noch in dem Sinne verflucht, dass die Kinder um Mitternacht sozusagen ihres 11. Geburtstags sterben. Und gleichzeitig ist es so, dass die von zukünftigen Arbeitgebern im Prinzip eigentlich in dem Alter so Angebote bekommen für Lehrstellen. Und verfluchte Kinder bekommen halt keine, weil es lohnt sich ja natürlich nicht, wenn sie eh sterben. Morrigan bekommt aber direkt mehrere Angebote, auch von Jupiter North. Und der rettet sie, sage ich mal. Das ist ein cooler Name. Ja. Und Jupiter North rettet sie und bringt sie in eine Parallelwelt, und zwar nach Nevermore. Und er möchte nämlich, dass sie Teil der wundersamen Gesellschaft sozusagen wird. Und dazu muss sie eben auch bestimmte Prüfungen bestehen und lebt dann in seinem Hotel, das er hat. Und das ist einfach so super kreativ. Also es fängt zum Beispiel bei dem Zimmer an, was sie bewohnt. Das ist am Anfang super schlicht. Und desto länger sie eben in diesem Zimmer lebt, desto mehr passt es sich sozusagen ihrem Charakter an, ihren Vorlieben an. Und das habe ich ganz vergessen. Ja, total. Also das hat so ganz viele magische Elemente, die super kreativ waren. Auch so die Prüfungen, die es zu bestehen gibt, fand ich toll. Und auch so ein bisschen der Twist am Ende, weil sie eben sozusagen, wenn sie alle Prüfungen bestanden hat, die letzte Prüfung besteht darin, dass sie der wundersamen Gesellschaft eben ihre besondere magische Begabung präsentieren muss. Das Problem ist aber, dass sie nicht weiß, was ihre magische Begabung ist. Und darum geht es auch so ein bisschen. Also ganz, ganz große Liebe. Also das ist so ein Buch, da taucht man einfach wirklich in so eine magische Welt ein, und das hat alles so, was ich an der Geschichte und am Lesen so liebe, dass man so richtig abtaucht und komplett in einer anderen Welt ist. Ja, yes, das ist mein erstes Buch. Gutes Buch. Ich bin die Aufgabe ein bisschen anders angegangen. Und zwar, also einmal ganz kurz vorweg, ist natürlich immer eine gute Idee, sein Lieblingsbuch zu rereaden, ne? Was soll man sagen? Mhm. Nehmt euch Buch, was ihr schon mal gelesen habt, vielleicht auch vor ein paar Jahren, zum Beispiel Morrigan Crow. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, aber mochte ich damals richtig gerne, und ich habe gerade gemerkt, wie viel ich vergessen habe. Gute Idee. So, ist jetzt aber auch kein Tipp, den man noch nie gehört hat. Ich dachte mir, wenn ich in einem Reading Slump bin, dann ist es oft so, dass ich ein bisschen eingeschüchtert bin, auch von so langen, dicken Werken. Man muss sich so lang konzentrieren, und dann ist es irgendwie einfacher, eine Folge von, keine Ahnung, Friends zu gucken oder so. Und dann dachte ich mir, was ist denn so ein bisschen so fragmentierter oder so ein bisschen zugänglicher? Und dann dachte ich mir, eigentlich fände ich es ganz cool, wenn man Bücher lesen würde, die vielleicht eine besondere Form haben oder eine andere Form haben als gängige Prosatexte. Mhm. Und habe einmal aus Daisy Jones and the Six in Interviewform, ich glaube, es ist ja zugänglich, auch gut als Hörbuch zu hören, und zufälligerweise natürlich auch eins meiner Lieblingsbücher. Und einfach auch so ein sehr gutes Buch. Und es gibt auch eine Serie, mit der man sich danach belohnen kann. Wie man ja vorhin auch schon meinte. Und dann habe ich daran gedacht, das ist kein Tipp, der vielleicht auf dich zutreffen würde, aber vielleicht auf viele andere Personen. Kurzgeschichtensammlungen sind, glaube ich, auch eine nette Idee. Ich weiß, du bist nicht so ein Fan von Kurzgeschichtensammlungen. Ich habe in letzter Zeit ein paar gelesen, die ich sehr gut fand. Mhm. So zum Beispiel diese hier, In the Dream House von Carmen Maria Machado.
die auch Her Body and Other Stories. Her Body and Other Parts. Other Parts, oder? Glaube ich. Ich habe auch eher Body and Other Parts. Ja, ne? Ich glaube schon. Dieses Grüne geschrieben hat. Und das zum Buch hier, also In the Dream House spezifisch, da geht es um eine abusive Female-Female-Beziehung. Und das ist was, was in den Medien und in der Literatur und so auch, glaube ich, deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält als toxische heterosexuelle, also verschiedengeschlechtliche Paarbeziehungen. Und das ist was, was super spannend ist, weil die Gewalt, die Frauen in Beziehungen ausüben, sich natürlich auch deutlich anders äußern kann als die Männer. Also Stichwort, dass sie oft psychischer ist als physischer. Und dann baut sie die, also es ist auch Autofiction, also autofiktional. Es geht nämlich um die Erlebnisse der Autorin. Sie ist aber auch derzeit die Protagonistin in dem Buch. Und sie benutzt so gängige Horror-Tropes, um daran ihr ja, autofiktionales Werk aufzubauen. Und das ist, glaube ich, sehr zugänglich und sehr innovativ, was die Formen geht. Und ich glaube, man könnte dadurch wieder so ein bisschen frischen Wind bekommen. Und man lernt was. Als abschließender Punkt zu dem Buch, man muss auf jeden Fall die Triggerwarnung bitte vorher einmal lesen, wenn man sensibel ist, was unterschiedliche Themen angeht. Zum Beispiel toxische Beziehungen, Gewalt, Mental Health, Suizidalität und so weiter und so fort. Bitte einmal vorher gegenchecken. So, und dann habe ich abschließend auch noch einen Prompt, wo ich gern deine Empfehlung hätte und auch eine Empfehlung mitgebracht habe. Und zwar würde ich gerne ein Buch empfohlen bekommen, was einen kreativ inspiriert, wo man sich danach kreativ revitalisiert fühlt. Was hast du dabei? Soll ich anfangen? Ja, gern. Ich habe mitgenommen Vier Farben der Magie von W.E. Schwab. Da gibt es ja jetzt, tatsächlich wird ja erscheinen, ein weiterer Band der Reihe, aber ursprünglich war das eine Trilogie. Ich habe hier den ersten Band und das finde ich einfach richtig kreativ inspirierend, weil die Autorin zwar sich auch so gängige Tropes zur Hand nimmt, aber so die Welt und das Magiesystem und all solche Sachen eben immer kreativ selber ausbaut. Also nicht nur hier in der Geschichte, sondern auch generell in den Büchern, die ich bisher von ihr gelesen habe. Und hier geht es eben darum, dass es vier verschiedene Londons gibt. Rot, Weiß, Grau und Schwarz. Und Cal ist der Bruder des Kronprinzen, des, ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Doch, Dracula Rückfall. Was ist das, rote London? Ach so, ja. Aber Alucard heißt der Dude, ne? Dracula rückwärts, das ist so lustig. Ja, genau. Ja, ich glaube auch im Roten. Und er ist, okay, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Er ist einer der wenigen Antari. Das bedeutet, dass er zwischen den Welten sozusagen, zwischen den Londons reisen kann. Und er erledigt immer sozusagen Aufträge an das Königshaus. Und eines Tages... Genau, aber eines Tages nimmt er eben ein Artefakt von einem London ins andere mit, was er eigentlich nicht machen darf. Mhm. Und dann geht die Geschichte eigentlich so ein bisschen los, weil er dann eben auch auf Layla trifft beispielsweise. Layla die auch eine unglaublich interessante Figur ist, wie ich finde. Mhm. Und ja, das ist meine Empfehlung für diesen Prompt. Du hast es ja auch gelesen. Ja, ich habe auch alle Bücher gelesen in der Reihe. Ja. Genau. Gibt auch noch so Comics und so, das ist vielleicht auch aus der Sicht des Königs, des Vaters, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, wenn man anderen visuellen Input bekommt, halt nochmal ein anderer Sinn angesprochen wird. Ich habe ein Buch mitgenommen, was du auch gelesen hast, was wir zusammen gelesen haben und was dich freuen wird. Und zwar habe ich mitgebracht Little Women von Louisa May Alcott. Einfach, weil die Schwestern ja alle eine unterschiedliche kreative Tugend beschreiben, zum Beispiel Beth macht gern Musik, Joe schreibt und so weiter und so fort. Und ich mir dachte, wenn man so einen diversen Cast an Characters hat, dann ist es schon einfach, also es ist super einfach, die Protagonistin in sein Herz zu schließen und lieb zu gewinnen auf jeden Fall. Und vielleicht wird man dadurch auch so ein bisschen der kreativen Tugend, die sie widerspiegeln, ein bisschen näher gebracht. Also ein bisschen gutes Buch, spaßig, ist cool. Lieb alles daran, der Craft des Schreibens ist cool.
Would recommend. Das finde ich einen richtig guten Pick, weil die auch als Kinder so sehr kreativ sind und so und eigene Storys kleine machen. Geschichten sich ja, auch also ausdenken und so. Und so diese Fantasie, die man ja auch als Kind, sage ich mal, hat, so richtig schön beschrieben wird. Das finde ich eine richtig schöne Auswahl. Das ist mein kleiner Pick, genau. Okay. Sehr schön. Friends, das war's. Ich glaube, wir haben unser Goal für diese Episode war eigentlich, dass wir alles in 60 Minuten abrappen. Hat nicht geklappt. Aber. Meinst du? Nee, ich glaube, wir sind drüber. Ist okay. Aber nur so ein bisschen, oder? Nicht so doll drüber. So ein ganz kleines bisschen. Meine Devise bei Podcast ist ja, je länger, desto besser. Und das erfüllen wir, glaube ich. Außer man muss es schneiden. Naja. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Und ich freue mich auch ganz doll auf nächste Woche. Same. Bis zur nächsten Folge hoffentlich. Und denk daran, offene See zu lesen. Das gilt auch an mich. Geht auch an mich. Ich muss es auch noch lesen. Bis dann, Friends. Ciao. Tschüss.